Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück. Ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer. Die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg. Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Beyond Breakup Podcast, wieder mit dem wunderbaren Ralf Hofmann und mir, dem Felix Heller. In der letzten Podcast-Folge, wenn du die nicht gehört hast, dann solltest du dir die unbedingt anhören. Da hat der Ralf mal wieder richtig Gas gegeben und richtig tolles Thema rübergebracht und richtig geilen Content rübergebracht, als es um das Thema Ehe retten oder Beziehung retten ging und wie Krisen so entstehen und was du tun kannst, um etwas dagegen zu unternehmen. Heute sprechen wir über ein tolles Thema. Streiten. Und zwar, wie viel Streit verträgt denn deine Ehe oder wie viel Streit verträgt denn deine Beziehung überhaupt? Streiten ist ja ein sehr wichtiges Thema. Man redet ja auch öfter mal von der Streitkultur in Deutschland oder der Streitkultur überhaupt und wie wichtig das ist, sich zu streiten. Da müssen wir aber vorher mal kurz drüber reden oder halt uns unterhalten, dass es halt unterschiedliche Wahrnehmungen von Streit gibt. Für den einen ist Streiten, wenn man unterschiedlicher Meinung ist und sozusagen sich mit unterschiedlichen Meinungen begegnet. Manche brauchen ein bisschen mehr dazu, manche brauchen, dass man sich nicht nur mit den unterschiedlichen Meinungen begegnet, sondern dass dies sozusagen auch noch im Konflikt endet, so dass ein Partner ganz unzufrieden da rausgeht. Für manche ist das Streiten aber auch, für mich hat Streiten immer was mit Anschreien zu tun gehabt. Das hat sich bei mir irgendwie eingebrannt, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn ich mich streite oder wenn sich jemand streitet, dann wird irgendeine Partei laut. Vermutlich hat das mit der Erziehung zu tun, könnte ich mir vorstellen. Aber für mich war oder ist Streiten immer etwas mit Anschreien. Und da hatten der Ralf und ich uns vorher einmal kurz drüber ausgetauscht, was der Streit denn ist, und haben auch festgestellt, dass wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, was das Streiten angeht. Aber das ist auch wieder nicht relevant, denn jeder hat ja seine eigene Wahrnehmung von Streit. Und deswegen geht es heute in diesem Podcast mehr darum, wie viel Streit verträgt denn so eine Beziehung? Wie viel Streit ist überhaupt notwendig und muss man sich überhaupt streiten? Und was kannst du sozusagen tun, damit du einen Streit nutzen kannst, um einen positiven Effekt da herauszuziehen? Es geht ja immer darum, glücklich zu sein. Es geht immer darum, fröhlich zu sein. Und das Leben ist ja da, um Spaß zu haben und Freude. Und ich sehe das ja auch so. Es geht ja auch nicht nur um die Paarbeziehung, um die Ehe. Es gibt ja zum Beispiel auch die freundschaftliche Beziehung. Ich war am Wochenende zum Beispiel wandern mit einem Kumpel und wir waren bei einem Thema doch unterschiedlicher Meinung, muss man sagen. Als ich ihm erzählen wollte, dass alles aus Energie besteht und alles mit allem verbunden ist und er mir dann ganz klar ausdrücklich sagte, ich würde jetzt Astrologie, Chemie, Physik und Metaphysik in einen Topf werfen und das sind keine Fakten, das darf ich so nicht sagen, sind wir auch leicht, ja, ich würde sagen, es war schon ein Konflikt, da wir uns nicht angeschrien haben, weil wir das beide dann sehr reflektiert beantwortet haben, war es für mich jetzt kein Streit in dem Sinne, weil für mich gehört ja immer Schreien dazu, aber es war nicht dabei, es war auch schon sozusagen ein Konflikt. Und das Schöne ist ja, unterschiedliche Meinungen zu haben, ist wunderbar. Ich finde unterschiedliche Meinungen super, weil daran kannst du nur wachsen. Und wenn jemand nicht eine andere Meinung hätte als du, also nicht irgendwas anders sehen würde als du, dann ist sozusagen der Weiterentwicklung etwas vorgeschoben, weil du würdest ja immer nur dein Blickwinkel sehen und so nur die Welt so kennenlernen, wie du sie kennst. Und deswegen finde ich unterschiedliche Meinungen auch sehr wichtig und sehr nützlich. Und Streiten ist auch wichtig, weil wenn du dich nicht streitest, dann gibt es natürlich auch keinen Versöhnungssex in der Beziehung. Und das ist natürlich auch etwas das Wichtiges, was da reinspielt. Oder Ralf, wie siehst du das? Also streiten und versöhnen. Ja,
Das ist meine Botschaft an die Gemeinde hier. Also der Ralf, hallo. Schön, dass du wieder da bist. Nein, Spaß beiseite. Natürlich ist auch das Versöhnen wichtig, ne? Und natürlich ist auch Streiten wichtig. Also es gibt mittlerweile Untersuchungen, die festgestellt haben, wenn wir nicht streiten, wenn wir unsere Emotionen, unsere Gedanken zurückhalten, dann zahlt das auf unsere Gesundheit ein. Und das nicht im Positiven, sondern das macht uns krank. Ja, weil wir uns nicht darstellen können, wir uns nicht ausdrücken können. Wir fressen sozusagen unsere Emotionen. Letztendlich sind, warum streiten wir? Weil wir unterschiedliche Emotionen, eine bestimmte Emotion haben, die wir irgendwie nach draußen bringen wollen. Und wenn wir das nicht können, bleibt es in uns und nagt an uns und arbeitet. Ja, und sowas wie Burnout hat natürlich auch seine Ursache oft auch in Themen, dass ich mich nicht nach außen öffnen kann, dass ich meine Gedanken, meine vielleicht auch das Konfliktpotenzial, das ich mit mir rumtrage, wo ich anderer Meinung bin, nicht raustragen kann. Deswegen ist Streiten auch so ungeheuer wichtig. Und natürlich müssen wir streiten. Wir müssen das nicht, wir wollen das manchmal auch, weil wir nicht immer einer Meinung sein können. Die Frage letztendlich ist allerdings, und da gebe ich dem Felix komplett recht, wie muss Streiten eigentlich aussehen? Also muss ich mich unbedingt anschreien, um über unterschiedliche Perspektiven zu sprechen? Oder kann ich das auf einem, ich sag mal, einem erwachsenen Niveau machen? Muss ich trotzig reagieren, wenn mein Wille nicht umgesetzt wird, um den anderen so zu zwingen, das zu tun, was ich möchte? Habe ich dann diesen Streit gewonnen? Oder hat der andere gewonnen? Oder hat gar keiner gewonnen? Ja, und das ist die wichtige Frage, die wir in den Raum stellen müssen. Erstmal, wie wird überhaupt gestritten? Wie ist denn die Streitkultur? Ja, was ist eigentlich so wichtig am Streiten? Und warum ist es auch so wichtig, unterschiedliche Meinungen sein zu dürfen? Guck mal. Und das ist eins der spannendsten Sachen, weil wir Menschen, die Menschheit hat sich weiterentwickelt aus den Konflikten heraus. Weil wenn wir immer einer Meinung wären, alle derselben Meinung, gäbe es keine Weiterentwicklung. Jetzt stellt einer in der Beziehung, in der Ehe, in der Partnerschaft eine These auf. Und der andere hat eine andere Meinung dazu. Das gibt den Raum zum Wachsen. Und seht das mal bitte so, seht das nicht. Und das ist oft so, auch was interpretieren wir da rein? Der andere ist nicht meiner Meinung, boah, der ist gegen mich. Und jetzt, wenn du das als Wachstumspotenzial nimmst, als Wachstumspotenzial für dich, für deine Partnerschaft, für deine Ehe, für euch beide, dann kannst du auch den Einwurf des anderen vielleicht mit in deine eigene Argumentation einbringen, ja, und weitergehen. Vielleicht hast du auch ein Dementi und kannst sagen, wenn ich das so betrachte, ich habe da auch schon mal Gedanken drüber gemacht, dann sieht das aus meiner Sicht eher so und so aus. Und auf einmal wird aus dem, was ihr vorher noch gestritten habt oder als Streitpotenzial gesehen habt, auf einmal ein Dialog, ein fachlicher Dialog. So haben sich Menschen weiterentwickelt. Ja, stell dir mal vor, früher hieß es noch, die Erde ist eine Scheibe. Hätten alle verhindern wollen, dass man sich darüber diskutiert und streitet, hätten wir heute wahrscheinlich nicht die Erkenntnis, dass die Erde ja doch keine Scheibe ist, nur manchmal sich so anfühlt. Ne? Und das ist das Wichtige. Und das ist also auch der Grund, warum wir heute über das Thema Streiten sprechen, einfach mal das Bewusstsein dahin zu lenken, dass ein Streit nicht unbedingt das ist sein muss, dass man sich anschreit und mit dem Fuß stampft und bockig wird und sich versucht durchzusetzen gegen den anderen, die Tür hinter sich zuwirft oder ähnliches, sondern dass der Streit eigentlich auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, nämlich eigentlich auf der Sachebene. Und jetzt sind wir wieder bei dem nächsten Punkt. Ne? Wir reden über Sachen und wir sind uns in Sachen uneinig. Das Thema hatten wir neulich schon mal an einem anderen Zusammenhang. Wir sind uns also über Sachen uneinig. Und die Art, wie wir am Ende streiten, wie das ausgeht, ob das laut wird, ob es leise wird, ob der eine sich zurückzieht oder beide sich zurückziehen, drüber nachdenken und sich wieder treffen, das wird durch die Emotionen, die wir im Streit entwickeln, ausgelöst. Und wir haben ganz häufig bei uns im Coaching auch Klienten, die sagen, du, Ralf, weißt du, im Grunde will ich ja gar nicht so reagieren. Ich will ja gar nicht, dass es so eskaliert. Aber es gibt diesen Moment in der Diskussion, auf einmal kommen meine Emotionen raus und ich werde laut. Und am Ende, ja, eine Stunde später ärgere ich mich, dass ich so reagiert habe, dass ich vielleicht auch ausgerastet bin. Und das sind oft, weil wir mit manchen Themen vielleicht auch unsere Emotionen verbinden, weil wir bestimmte emotionale Trigger haben. Das ist manchmal auch ein Muster, ne? Immer wenn es um solche Themen geht oder wenn ich merke, dass da gibt mir jemand Gegenwind, dann reagiere ich auf dieselbe Art und Weise, obwohl ich das nicht will.
Wenn du sowas bei dir spürst, ruf uns ruhig mal an, komm mal zu uns ins Erstgespräch, da können wir dich unterstützen, dass du genau sowas für dich abbauen kannst, reduzieren kannst, dass du angemessen und ruhiger in Streitsituationen mit deinem Partner, deiner Partnerin agieren kannst. Und das ist doch, glaube ich, das Wichtige. Das Wichtige ist nämlich das Wie. Wie gehen wir eigentlich in den Dialog miteinander? Und wenn du merkst, dass es auf einer wertschätzenden, auf Augenhöhe, ne, ist ja auch mal ganz wichtig, reden wir noch über dieselben Sachen? Ja, und bist du in der Lage, auch anzuerkennen, dass es auch eine andere Meinung geben kann, ohne dass es unbedingt einen Konsens geben muss? Das ist so die Frage, wie kommt man von Berlin nach Paris? Jetzt sagt der eine, man kann da hinfliegen, der andere sagt, da fährt man mit dem Auto die Route, man fährt mit der Bahn. Ja, und wer hat denn jetzt recht? Ja, wer hat denn am meisten recht, am rechtesten? Ja, wahrscheinlich haben alle recht. Es gibt eben verschiedene Wege, zu einem Ziel zu kommen. Und so ist das ja manchmal auch in Diskussionen, die wir haben. Also einfach mal das andere anzunehmen, hinzustellen, und es dürfen auch mal zwei Meinungen gegenüberstehen, ohne dass man Konsens finden muss. Und als ich das gelernt habe, als ich das auch für mich verstanden habe, zu sagen, okay, ich respektiere euch und wertschätze deine Meinung und deine Einstellung oder deiner Sicht auf die Sache. Ich sehe das aktuell aus diesem, dem. Aber letztendlich habe ich das Gefühl, es wird nichts ändern, ob ich so oder so Attacke. Ja, macht jeder weiter auf seinen Weg, wie er es für richtig hält. Am Ende zählt ja das Ergebnis. Und dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Und du merkst auch schon, wenn du auf diese Art und Weise in der Lage bist, Streitkultur zu leben, dann ist ein Streit auch kein Streit mehr, der die Beziehung belastet, sondern es ist auf einmal, ich sag mal, eine fachliche Auseinandersetzung, die vielleicht auch manchmal von Emotionen geprägt und getragen wird, aber ihr könnt damit gut umgehen. Und dann bereichert euch das auf einmal. Und wenn ihr jetzt gemeinsam die Punkte auf den Tisch legt und eine ganz neue Lösung findet, dann habt ihr auf einmal sogar was geschaffen, was euch verbindet noch zusätzlich. Denkt da mal drüber nach. Aus dem Punkt, wo ihr unterschiedlicher Meinung wart, habt ihr etwas gemacht, was euch verbindet, was euch nach vorne trägt. Aber ich gebe dir recht, das eine ist natürlich, wie streitet man, worüber streiten wir? Aber wenn ihr jeden Tag, bei jeder Situation, egal worum es geht, ihr wiederkehrend immer unterschiedlicher Meinung seid, ihr euch wiederkehrend immer wieder mit diesen Diskussionen abgeben müsst, dann zahlt das leider auch sehr negativ auf die Beziehung ein. Also es sollte Punkte geben, in denen ihr euch einig seid, in denen ihr Ruhe findet, in denen ihr ohne Diskussion und Argumente in dieselbe Richtung geht. Das ist ganz auch wichtig. Ja, genauso wie kein Streiten krank macht, macht natürlich zu viel Streiten auch krank. Also achte drauf, dass ihr wichtige Themen findet, wirklich, aber auch den Raum findet, Ruhe und Entspannung in eure Beziehung zu bringen. Denn das hilft euch, letztendlich eine gesunde Streitkultur zu haben. Und Streiten heißt eben reden, andere Meinungen anerkennen, vielleicht auch mal was gegenüberstellen. Aber letztendlich aneinander zu wachsen. Vielen Dank, Ralf, für diese wunderbare Ausführung und für dich jetzt am Hörer, wollte ich schon sagen, für dich jetzt am Kopfhörerende. Wenn es dir passiert, dass du halt, wie der Ralf schon gesagt hat, zu häufig streitest und dass du einfach nicht rauskommst, du weißt aber, da ist noch die Emotion, da ist noch die Liebe für die Beziehung, da ist noch die Liebe für deinen Partner, Partnerin da und du möchtest das nicht opfern, einfach nur, weil ihr zu häufig streitet, dann geh doch einfach bei uns auf die Webseite und vereinbare dir mal ein kostenloses Erstgespräch und spreche einfach mal mit uns. Wenn du unsere anderen Podcast-Folgen auch gehört hast, dann weißt du, dass man da auch mit Leichtigkeit rauskommen kann, dass es auch Spaß machen kann und dass es nicht so ein Krampf sein muss und nur so ein Hektik und Stress und Streit, sondern auch einfach mal mit Leichtigkeit. Und dann wirst du auch merken, Beziehungen dürfen Spaß machen und Beziehungen machen Spaß und Beziehungen bereichern dich und auch die Beziehungen, die du schon lange geführt hast. Und die du auch gerne noch länger weiterführen möchtest. Und selbst wenn deine Beziehung schon vorüber ist und du gar nicht mehr möchtest, dass du das mit in eine nächste Beziehung nimmst und dass du möchtest, dass die nächste Beziehung einfach wirklich schön, voller Liebe und richtig intensiv, voller Leidenschaft ist, dann melde dich einfach bei uns. Und dann wirst du merken, dein Leben, das wird jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser. Und besser.
Das war dein Beyond Breakup Podcast. Kennst du schon unser 1:1 Coaching Angebot? Wir helfen auch dir, gestärkt aus einer Trennung herauszugehen oder einer Beziehungskrise erfolgreich zu meistern. Erfahre jetzt mehr über unser Coaching auf www.beyondbreakup.de.